Hey Leute, ich bin's wieder, eure Genie von Paintomancy und heute zeige ich euch mal, was ich so als professionelle Miniaturenbemalerin für Material für meine Aufträge verwende. Dieses Video wird präsentiert von Games Island. Hier findest du alles, was das Warhammer Herz begehrt, zu fairen Preisen. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Oft werde ich gefragt, hey Genie, was für Pinsel benutzt du? Welche Airbrush-Pistole hast du? Oder was für Kleber empfiehlst du? Um euch all diese Fragen einfach mal zu beantworten, dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit durch meinen Arbeitsplatz und zeige euch, was ich wirklich nach jahrelanger Erfahrung für mich als bestes Material herausgefunden habe. Um dem Ganzen ein bisschen Struktur zu verleihen und euch nicht einfach nur mit Material zu bewerfen, tun wir einfach mal so, als würde ich einen Auftrag bearbeiten und gehen Schritt für Schritt durch, was für Materialien ich da verwende. Alles, wovon ich hier im Video euch erzählen werde, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Fangen wir also erstmal mit einer Miniatur im Gussrahmen an. Diese will natürlich auch aufgebaut werden und dafür brauchen wir schon direkt das richtige Material. Ich empfehle euch wirklich, euch eine gute Zange zu besorgen, wie die von Tamiya oder von Gamers Grass. Ich weiß, sie sind mit 30 Euro etwas teurer, allerdings sind sie das Geld wirklich wert, da sie eure Figur viel schonender aus dem Gussrahmen wirklich rausschneiden, statt sie rauszuknipsen. Wer schon mal Albträume von den Necrons aufgebaut hat, der weiß, wie leicht Plastik unter Spannung brechen kann. Für Zinn nehmt ihr allerdings bitte eine super billige oder alte Zange, da euch das Zinn die guten Zangen einfach kaputt machen würde. Zum Entgraten von Miniaturen benutze ich mein ganz altes GW-Messer, das ich noch von meiner Anfangszeit vor 12 Jahren habe. Da es das allerdings nicht mehr gibt, habe ich euch unten in der Videobeschreibung mal eine der besten Alternativen von Amazon verlinkt. Ihr kriegt solche Messer aber eigentlich in 1000 verschiedenen Arten. Schaut einfach wirklich nur, dass das Messer einen etwas breiteren Griff hat, der so leicht geschwungen ist und austauschbare Klingen hat. Die Klingen selber besorge ich mir entweder beim Bösner oder auch einfach bei Amazon. Teilen benutze ich in der Regel eigentlich nie, da die Miniaturen, die wir basteln, eigentlich fein genug sind und wir mit dem Messer alles wegbekommen. Nun wollen natürlich die Teile, die wir gerade entgratet haben, auch zusammengeklebt werden. Für Plastikfiguren empfehle ich auf jeden Fall einen Kleber mit einer Nadel vorne dran. Dadurch könnt ihr den Kleber viel präziser ansetzen und er läuft euch nicht komplett über das ganze Modell. Hierbei ist es eigentlich egal, ob ihr den Revell oder Citadel Kleber nimmt. Ich persönlich bevorzuge den von Revell, denn es ist im Endeffekt das gleiche, aber er ist günstiger. Sekundenkleber gibt es natürlich tausende auf dem Markt. Ich persönlich empfehle den von PK Pro, denn ich finde ihn einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten. Er hat drei verschiedene Flüssigkeitsgrade. Einmal superflüssig, mittelflüssig und dickflüssig. Da könnt ihr selber gucken, womit ihr am ehesten klarkommt. Ich persönlich finde den mittelflüssigen am besten. Damit euch das Basteln von Zinnfiguren nicht in den absoluten Wahnsinn treibt, empfehle ich euch auf jeden Fall einen Aktivator. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. PK Pro und Army Painter haben eher so ein kleines Liquid, das man entweder sprühen oder pinseln kann. Und Miniature Aid hat so eine Art Deo-Flasche. Die finde ich tatsächlich mit am praktischsten, allerdings habt ihr da auch den meisten Überspray und er stinkt wirklich extrem. Hin und wieder kommt es bei Miniaturen natürlich auch vor, dass sie noch Lücken haben. Dafür benutze ich einerseits entweder Plastikputty für kleinere Lücken oder Greenstuff für größere Lücken. Das Gute am Plastikputty ist, dass es sich einfach auf die Figur auftragen lässt und mit einem nassen Pinsel ein bisschen verstreichen lässt. Dadurch kann man in kürzester Zeit kleinere Lücken füllen. Das Plastikputty ist allerdings zu dünnflüssig, um größere Lücken oder Sachen, wo ihr was nachmodellieren müsst, zu fixen. Dafür nehme ich dann eben Greenstuff. Das ist natürlich super, weil ich die Menge einfach perfekt bestimmen kann, es ist schön stabil und ich kann damit wirklich gigantische Lücken füllen. Falls ihr hier und da was nachmodellieren müsst, empfehle ich einfach billiges Modellierwerkzeug von Amazon, das tut's total. Hin und wieder muss ich an Modellen auch mal ein bisschen bohren. Ob bei Umbauten etwas stiften, die Miniatur in die Base reinbohren oder auch einfach Bolterläufe aufbohren. Für gröbere Bohrarbeiten habe ich so ein kabelloses Dremel-Set von Amazon mir mal geholt. Das hat knapp 50 Euro gekostet und man hat echt viele Aufsätze dafür. Das Praktische daran ist, ihr müsst den Bohrer einfach nur aufladen und könnt ihn dann kabellos verwenden. Da er allerdings ein bisschen unpraktisch für feinere Arbeiten sind, wie wenn ich durch eine Hand bohren möchte, weil ich die Waffe tauschen möchte oder auch Bolterläufe, habe ich mir irgendwann diesen Magic Stick Dremel von Amazon geholt. Der ist zwar mit seinen 80 Euro echt teuer, aber ich muss sagen, ich habe noch nie so schnell und einfach eine ganze Armee mit Bolterläufen aufgebohrt. Er liegt halt wirklich wie ein Kugelschreiber in der Hand und ist nicht zu stark in der Drehkraft. Das heißt, ich reibe mir den nicht nachher übers gesamte Modell, wenn ich abrutsche, sondern ich kann richtig schön gezielt Polter für Polter einfach aufbauen. Sind die Modelle gebaut, kommt es natürlich jetzt zum Grundieren. Und Leute, da ist und bleibt meine favorisierte Grundierungsmarke Citadel.
Immer wenn ich flockige, raue oder klebrige Grundierung hatte, war es eine andere Marke. Mit Citadel hatte ich wirklich noch nie Probleme. Und nein, ich benutze tatsächlich auch nie Airbrush-Grundierung. Die klatscht mir meine Airbrush einfach nur immer komplett zu, selbst wenn ich sie verdünne. Und unterm Strich verbrauche ich sehr, sehr viel mehr Grundierung. Und es dauert sehr viel länger, wenn ich mit der Airbrush grundiere. In eigentlich allen Fällen, wenn ich Miniaturen bemale, folgt nun etwas Airbrush-Arbeit. Ich zeige euch jetzt erstmal alles auf, was ich zum Airbrushen benutze und gehe dann nach und nach genauer darauf ein, warum ich genau das verwende. Ich verwende eine Absauganlage, ein Aussprühgefäß, meine Airbrush, Frosch Spiritus Reiniger, AK Extreme Cleaner, Q-Tips, Zahnreinigungsbürsten, Thinner, Airbrush-Mischschälchen, Maskierzeug und Lackierung. Meine Absauganlage und mein Aussprühgefäß habe ich mir einfach bei PK Pro bestellt. Meine Absauganlage verwende ich tatsächlich ohne Schlauch, da sie einfach nur die losen Farbpartikel in der Luft hinten binden soll und in den Farbfilter fangen. So alle 5 bis 6 Monate tausche ich dann einfach hinten den Farbfilter aus. Den gibt es auch einfach bei PK Pro und der kostet auch wirklich nicht viel. Dadurch habe ich natürlich den Vorteil, dass mir die ganze Farbe, die ich beim Sprühen eben nicht aufs Modell sprühe, mir nicht zurück ins Gesicht fliegt, sondern einfach schön hinten an die Wand gesaugt wird und nicht sich im Raum verteilt. Das Aussprühgefäß benutze ich natürlich zum Aussprühen der übrigen Farbe meiner Airbrush und zum Ablegen meiner Airbrush. Hier gibt es auch verschiedenste Modelle. Ich habe einfach damals das genommen, das im Set enthalten war. Ich sprühe jetzt schon seit längerem mit meiner Iwata Custom Micron. Und Leute, ich kann diese Airbrush wirklich einfach nur jedem empfehlen, der sehr, sehr viel mit der Airbrush arbeiten will. Vorher habe ich mit einer Infinity CR Plus gearbeitet und das ist auch immer noch die Airbrush, die ich jedem Anfänger und Einsteiger für Airbrush-Arbeiten empfehlen würde. Bitte denkt jetzt auch nicht, dass die Infinity Airbrush diese billige Einsteiger-Airbrush ist. Sie ist immer noch mit ihren über 200 Euro eine teure, aber sehr, sehr gute Airbrush. Natürlich gibt es so günstige Airbrushes für 80 Euro auch auf Amazon, die tun es auch zum Grundieren und Lackieren. Aber wenn ihr wirklich mit einer Airbrush arbeiten wollt und sagt, ich möchte meine Miniaturen damit bemalen, dann sollte die Infinity schon so ungefähr der Maßstab sein, in welche Richtung ihr gehen solltet. Der Kompressor, mit dem wir im Studio arbeiten, ist ein Ölkompressor von Eurotec mit Tank. Die Wahl fiel damals auf diesen Kompressor, da er leise und pflegeleicht ist. Und außerdem hat er 2 Schlauchausgänge, dass wir im Studio auch zu zweit gleichzeitig sprühen können. Wenn ihr natürlich nur alleine sprühen wollt, reicht ein kleinerer Eurotec-Kompressor oder einer von Sparmax vollkommen aus. Holt euch nur auf jeden Fall bitte einen Kompressor mit Tank, da ansonsten der Kompressor die ganze Zeit durchläuft und nicht zwischendurch Pausen macht und das ist laut und nervig. Zum kurzen Zwischenreinigen der Airbrush und auch für den Farbwechsel zwischendurch benutze ich immer den Frosch Spiritus Reiniger. Leute, das Zeug ist heilig. Das ist saugünstig und extrem gut. Also bitte kauft nicht diese teuren Cleaner, die extra für die Airbrush da sind. Frosch Spiritus Reiniger. Bestes Zeug. Zum Grundreinigen meiner Airbrush benutze ich allerdings den AK Extreme Cleaner and Thinner. Leute, das Zeug ätzt euch jegliche Farbe von der Airbrush runter, die dann nicht mehr sein sollte. Wie eben schon einmal kurz erwähnt, benutze ich zum Reinigen meiner Airbrush Q-Tips, Zahnreinigungsbürsten und Küchenrolle. Die Küchenrolle benutze ich halt für die groberen äußeren Reinigungen, die Q-Tips vor allem für die gröberen Sachen, wo ich halt wirklich in die Airbrush rein muss und eben die Zahnreinigungsbürstchen für die inneren Kanäle und vorne die Düse. Es gibt auch so Reinigungsnadeln extra für die Düse der Airbrush, wo ihr so leicht drin vorne reinschrubben könnt. Ich benutze tatsächlich aber einfach ganz vorsichtig meine Nadel. Schaut nur wirklich, dass ihr sie dabei nicht verbiegt, denn dann braucht ihr eine neue. Zum Verdünnen meiner Farbe für die Airbrush benutze ich immer den Vallejo Thinner. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es irgendwie einen sinnvollen Ersatz gibt, weil das ist das, was ich schon immer genutzt habe und einfach auch schon immer für mich funktioniert hat. Früher habe ich mir meine Farbe immer in Plastik-Shotgläsern angemischt. Ich war aber tatsächlich jetzt schon extrem lange auf der Suche nach einer Alternative. Denn gerade bei unserem Verbrauch verbrauchen wir gut knapp 200 Euro Shotgläser im Jahr nur für Airbrush-Farbe anmischen. Und ständig diese Plastik-Shotgläser wegzuwerfen, ist halt auch auf Dauer keine nachhaltige Lösung. Zum Glück hat PK Pro da jetzt aber vor kurzem eine Alternative rausgebracht. Und zwar diese kleinen Farbmischschälchen. Ich finde die tatsächlich super, denn für 12 Stück zahlt ihr gerade mal 6 Euro und ihr könnt sie nach eurer Sprühsession einfach im Waschbecken sauber machen. Ich habe auch mal den Härtetest gemacht und die Farbe mal 2-3 Tage darin antrocknen lassen und konnte sie einfach mit Spüli und einem Stahlschwamm ganz einfach abschrubben.
irgendwie sind diese Schälchen beschichtet, dass die Farbe nicht wirklich darin kletschen bleibt. Und das ist für mich jetzt wirklich die Lösung, die ich verwenden werde. Zu guter Letzt rund um das Thema Airbrush sind meine Maskiermittel, die ich verwende. In der Regel benutze ich immer kleine Notizzettel oder Frischhaltefolie, wenn ich einfach nur bestimmte Bereiche des Modells schützen will, wenn ich andere besprühe. Denn auch wenn man viel über die Winkel, in denen man sprüht, regeln kann, gibt es einfach Stellen, die man nicht besprühen kann, ohne sich das Modell mitzubesprühen. In seltenen Fällen kommt es auch mal dazu, dass ich bei Miniaturen etwas speziell abkleben möchte, weil ich Muster oder Streifen erzeugen will. Dafür benutze ich dann immer das PK Pro Maskierband und das PK Pro Maskierputty. Auch hier einfach wieder die PK Pro Eigenmarken sind im Preis-Leistungs-Verhältnis einfach sehr gut. Ihr bekommt ein Produkt, das das tut, was es will, zu einem fairen Preis. Hier möchte ich auch mal ganz kurz einwerfen, dass dieses Video nicht extra von PK Pro gesponsert wurde. Ich erwähne allerdings extrem viele Produkte eben von PK Pro, weil man einfach merkt, dass Jan Felix selber ein Hobbyist aus Leidenschaft ist, der immer wieder sieht, wo wir kleine Marktlücken haben an Produkten, die uns fehlen. Und diese entwirft er dann und bringt eben auf den Markt. Also einfach Ehre an dich, Jan Felix. Ein weiterer absoluter Schritt beim Airbrushen ist das Lackieren. Egal ob zum Zwischenspeichern zwischen den verschiedenen Schritten, um zum Schützen vorm Öllack oder ganz zum Schluss zum Finish des Modells. Lackierung ist einfach extrem essentiell. Meine persönliche Empfehlung sind die Lackierungen von Amomic. Die gibt es von Ultramatt bis Gloss. Das Tolle an den Lackierungen ist, dass sie wirklich fertig für die Airbrush sind. Anders als bei anderen Herstellern, die man nochmal extra verdünnen muss, könnt ihr die wirklich einfach pur reinkippen, mit etwas Abstand auf das Modell machen. Sprüht nicht zu viel auf einmal auf das Modell und dann könnt ihr da eigentlich keine Fehler machen. Umso mehr blutet mir nämlich jedes Mal mein Herz, wenn ich ein weiteres Opfer von gefrosteten Dosenlack sehe. Wirklich Leute, hört auf, Dosenlackierung zu benutzen. Viele sagen, ja, das liegt dann hier am Wetter und da zu trocken und da zu nass. Nein, es ist total zufällig. Mit Airbrush-Lackierung ist mir noch nie ein Modell gefrostet oder milchig geworden. Es funktioniert einfach. Kommen wir nun zurück zum Bemalen einer Miniatur. Und für viele von euch wahrscheinlich zum interessantesten Part dieses Videos. Was benutze ich denn eigentlich zum ganz gewöhnlichen Malen? Natürlich brauchen wir erstmal das Wichtigste überhaupt zum Malen, und zwar Pinsel. Ich empfehle ja immer ganz gerne die Pinsel von Raphael, da es für mich einfach ungeschlagen die besten auf dem Markt sind. Hier gibt es einerseits die 8402er Reihe und die 8404er Reihe. Diese unterscheiden sich nur ein bisschen in der Größe der Pinsel. Für die 8404er Reihe werden halt im Allgemeinen etwas mehr Haare für die Verarbeitung verwendet, wodurch sie leicht größer sind als die andere Größe. Ich persönlich verwende von der 8402er Reihe immer einen 1er und 2er Pinsel. Und mit denen mache ich eigentlich alles. Also egal ob Grundfarbe, Shade, Contrast, Kanten oder sogar Augen. Wichtig bei guten Pinseln ist eine gute Spitze. Und tatsächlich finde ich, dass zu kleine Pinsel das Malen sogar fast erschweren, weil die Farbe im Pinsel einfach viel schneller trocknet. Da Raphael-Pinsel allerdings immer nur in etwas größeren Schüben mit zeitlich großem Abstand geliefert werden, sind sie oftmals vergriffen und nicht immer erhältlich. Hier also meine Top 2 Äquivalente, wenn mal keine Raphael-Pinsel erhältlich sind. Die besten Alternativen meiner Meinung nach sind die Winsor & Newton Series 7 und die Artel W Series S Pinsel. Sie unterscheiden sich in den Größen her nicht so viel in den Raphael-Pinseln. Das heißt, wenn ihr immer gerne mit einem Größe 1er Pinsel malt, könnt ihr euch eigentlich auch von jeder Marke einen Größe 1er Pinsel holen. Für mich sind eben die Raphael nochmal ein kleines Stückchen besser, weswegen die beiden Marken für mich halt nur die Alternativen sind. Und bitte holt euch zum gewöhnlichen Malen keine billigen Pinsel. Wirklich, ich hatte so viele Leute in Coachings, die Probleme hatten, sauber zu malen, gute Kanten zu ziehen und letzten Endes lag es an schlechten Pinseln. Ihr könnt die Pinsel mit der richtigen Reinigung auch wirklich lange am Leben erhalten. Es ist nicht so, dass ihr euch einen 20-Euro-Pinsel kauft und der ist nach 2 Wochen kaputt. Selbst meine Pinsel, und ich male sehr, sehr viel, halten teilweise 3 bis 5 Monate, je nach Pflege. Und schaut bitte einfach immer, dass wenn ihr malt, keine Farbe hinten an den Übergang zum Metall kommt. Sobald da Farbe hinkommt, trocknet die ein und spreizt die Haare eures Pinsels. Solange ihr immer nur die Hälfte eures Pinsels in die Farbe taucht, könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen.
Für Trockenbürstpinsel würde ich euch wirklich Lidschattenpinsel aus der Drogerie ans Herz legen. Die sind super günstig und mit der richtigen Pflege halten die ewig. Das Tolle ist auch, dass Make-up-Pinsel extrem weiche Haare haben und das ist genau das, was ihr für einen guten Trockenbürstpinsel haben wollt. Und wo ich gerade schon mal von Pflege geredet habe, ihr solltet eure Pinsel regelmäßig mit etwas Kernseife reinigen. Dafür einfach euren Pinsel nass machen, seitlich ein bisschen über die Kernseife rollen, am Papier abstreifen und auswaschen. Und so lange wiederholen, bis ihr keine Farbe mehr rausbekommt. Ihr werdet euch wundern, wenn ihr nach einer Zeit euren Pinsel sauber macht, wie viel Farbe da noch aus dem Schaft wirklich rauszuholen ist. Für Trockenbürstpinsel habe ich euch ja neulich schon mal dieses Pinsel-Cleaning-Spray von Rossmann empfohlen. Und das ist auch wirklich noch mein absoluter Favorit. Einfach den Trockenbürstpinsel nach dem Trockenbürsten damit einsprühen, abreiben und es sieht fast wieder aus wie neu. Nun kommen wir zu meiner Nasspalette. Ich selber benutze die Nasspalette von Redgrass Gains. Allerdings nur noch die Hülle und den Schwamm. Da mir die neuen Sheets einfach viel zu wenig Wasser durchlassen und ich die Farben immer noch mal unglaublich viel extra verdünnen muss, bin ich inzwischen auf weißes Backpapier umgestiegen. Das Besondere am weißen Backpapier ist, dass es eine speziellere Beschichtung gegenüber braunem Backpapier hat und wirklich die perfekte Menge an Wasser durchlässt, sodass ich die meisten meiner Farben gar nicht noch extra verdünnen muss. Wirklich nur in seltensten Fällen, wenn es eine sehr dickflüssige Farbe ist oder ich ein Glaze haben will, gehe ich überhaupt noch mit extra Wasser an meine Palette ran. Übrigens, dieses Gerücht, dass ihr auf eine Nasspalette keine Metallfarben machen solltet, weil die in den Schwamm einziehen und eure Nicht-Metallfarben metallisch machen, das ist Quatsch. Klatscht da Metallfarben drauf. Ja, Leute, das Thema Farben. Ich könnte jetzt dieses Video bestimmt noch 2 Stunden verlängern, indem ich euch explizit detailliert sage, was ich von welchen Herstellern am liebsten verwende. Falls ihr gerne mal ein eigenes Video über das Thema, welche Farben ich empfehle, haben wollt, schreibt das doch einfach mal in die Kommentare. Und ansonsten gebe ich euch jetzt einfach mal ein kleines Roundup, was ich so im Allgemeinen beantworte, wenn man mich fragt, Genie, welche Farben benutzt du eigentlich am liebsten? Im Bemalstudio haben wir natürlich extrem viele Farbhersteller vorhanden. Wir haben Citadel, Vallejo, AK, Chimera, Pro Acryl, Scale und wie sie alle heißen. Meine schnelle Antwort für welche Farben finde ich am besten ist vor allem das AK-Sortiment, außer die Metalltöne. Da benutze ich eigentlich nur Pro Acryl und die neuen Vallejo Game Color Farben und noch so ein paar von Scale. Für Glazes oder wenn ich generell Farben sehr gut ineinander wetblenden will, benutze ich die Scale Artist Farben und Chimera. Von Citadel benutze ich eigentlich nur noch gerne die Rottöne, weil sie für mich einfach am besten von allen Rottönen decken und natürlich die Washes und Contrasts. Das ist meine ganz schnelle Antwort von wie benutzt du am liebsten die Farben und wie gesagt, vielleicht mache ich da mal ein ganz ausführliches Video zu. Für Ölfarben gebe ich euch nur einen wichtigen Rat. Kauft nicht billig. Billige Ölfarben taugen absolut nichts. Gute Marken, die ich euch empfehlen kann, sind von Schminke die Professional und Mussini-Reihe, außerdem Winsor & Newton und Abteilung 502. Zum Verdünnen von Ölfarbe, ob jetzt für Washes oder auch einfach nur so zu malen, benutzt bitte unbedingt Terpentinölersatz geruchslos. Ich hatte schon Coaching-Leute, die Terpentin einfach nur pur genommen haben und sich auf einmal das gesamte Modell wieder entfärbt haben. Und glaub mir, Ruben hat den Fehler schon mal gemacht, das nicht geruchlose zu benutzen. Benutzt geruchlos, bitte. Und denkt unbedingt an das Lackieren an Modellen, bevor ihr da mit Ölfarbe rangeht, weil sonst macht das auch der Terpentinölersatz die Farbe weg. Das ist sehr frustrierend. Zum Abwischen von Ölfarbe nach zum Beispiel einem Ölshade verwenden wir ja immer einfach Schminkschwämme und Lidschattenapplikatoren. Das habt ihr bestimmt schon öfter mal bei uns gesehen und ich habe sie euch einfach nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Was natürlich auch ein absolutes Luxus-Upgrade ist, ich aber auch jeden empfehle, der sich so ein bisschen Luxus mal selber gönnen möchte, ist ein Vortex-Shaker. Ja, ich weiß, mit 120 Euro ist das Ding wirklich teurer. Es gibt auch günstigere, so für 70 bis 80 Euro. Da weiß ich aber selber nicht so gut, wie die taugen. Ich kann jetzt nur von dem hier, den wir hier haben, reden. Der kostet bei Amazon 120 Euro, ist manchmal im Angebot für so knapp 100, aber es ist wirklich eine Erleichterung in eurem Leben. Es gibt Farben, die sich so abartig krass trennen, dass ihr da wirklich 5 Minuten schütteln würdet. Und selbst mit 2 Agitatorkugeln drin, habt ihr da einfach keinen Spaß dran. Und wenn ihr Augen auf den klebt, das ist auch einfach ein witziger Malgeselle am Tisch.
Da bei vielen Modellen so als letztes kleines schönes Detail noch Decals am Ende draufkommen, hier mal meine zwei Must-Haves für das Auftragen von Decals. Ihr braucht auf jeden Fall das Art Code von Citadel. Das ist ein Glanzlack zum Pinseln und den Decal Adapter von AK. Zuallererst geht ihr hin und malt die Fläche, die ihr später mit dem Decal versehen wollt, komplett mit dem Art Code rein. Schaut, dass die Schicht nicht zu dick ist, aber auch eben nicht zu dünn. Weil Leute, dieses Zeug schützt eure Farbe wirklich sehr gut. Nachdem ihr euer Decal ausgeschnitten und 30 Sekunden in Wasser habt einweichen lassen, schiebt ihr es dann auf die Stelle, die ihr lackiert habt, lasst es ganz kurz antrocknen und malt eine dünne Schicht mit dem Decal Adapter drüber. Wichtig ist, dass ihr da jetzt nicht einfach rummatscht. Macht das bitte nicht. So, der Decal Adapter frisst das Decal richtig an und frisst sich auch ein ganz kleines bisschen durch den Lack, wenn er noch nass ist. Deswegen wirklich nur schnell eine Schicht drüber ziehen und weg mit dem Pinsel. Sobald ihr da nochmal rangeht, werdet ihr euch eure Farbe wegwischen. Da braucht man ein bisschen Übung für. Das kann bei den ersten zwei Sachen vielleicht passieren, dass ihr die Farbe nochmal anlöst. Danach werdet ihr aber damit kein Problem mehr haben. Lasst den Decal Adapter dann einfach gut trocknen, am besten so 10-15 Minütchen. Dann macht ihr nochmal eine Schicht mit dem Art Code drüber und dann könnt ihr euer Modell wie mit allen anderen Sachen einfach hinterher lackieren, damit die Sachen nicht mehr glänzen. Und das ist wirklich der easiest way für Decals. Auch auf solchen kleinen Space Marine Knien, wo ich teilweise selber am Verzweifeln bin, ob der Decal Adapter dieses Decal überhaupt geglättet bekommt, weil da so große Falten drin sind, müsst ihr dem Vorgang einfach vertrauen. Wenn der Decal Adapter drauf ist und der antrocknet und ihr dann einfach nochmal den Lack drüber macht, ist das so smooth, wie ihr es euch nur vorstellen könnt. Ja Leute, der letzte Schritt bei eigentlich jedem Modell, das ich mache, ist natürlich die Base-Gestaltung. Und auch hier haben wir wirklich extrem viele Materialien und ich könnte euch jetzt ewig darüber erzählen, was ich gerne verwende. Um das Video jetzt aber auch nicht unnötig lange in die Länge zu ziehen, zeige ich euch hier einfach mal kurz auf, was meiner Meinung nach die wichtigsten Materialien sind, die ihr für abwechslungsreiche Base-Gestaltung zu Hause haben solltet. Ihr solltet eine Auswahl an Kork haben, also ruhig größeren Kork, feineren Kork, gröberen Kork oder vielleicht auch kleine Korkklümpchen, verschiedenen Sand und Steinchen. Und auch gerne einen Mix aus allem, wenn ihr mal so einen richtig schön natürlichen Boden erzeugen wollt. Holzleim, um den Sand natürlich festzukleben. Zumindest eine Texturmasse, da auf manchen Bases diese Tactical Rocks sind und die wollen einfach gerne mit Texturmasse ein bisschen in die Base eingebunden werden. Eine Auswahl an Tufts. Für eine Baseart solltet ihr schon zumindest 4 bis 5 verschiedene Sorten haben. Pigmente zum Bemalen. Optional Bits. Es gibt sehr viele Bits bei PK Pro im Shop, da könnt ihr einfach mal durchstöbern. Gute Markennamen sind zum Beispiel Baseland, Tabletop Art oder auch die PK Pro Eigenmarke. Stöbert da einfach mal durch. Gras- und Moosflocken, verschiedene Wassereffekte und Strukturrollen für Green Stuff. Für Pigmente empfehle ich euch auch hier einfach wieder die Eigenmarke von PK Pro. Es ist eine riesige Auswahl und sie sind super günstig. Zum Fixieren der Pigmente auf den Bases braucht ihr dann natürlich noch Airbrush-Finner, aber auch den kriegt ihr ja eigentlich überall. So Leute, und das war's jetzt eigentlich erstmal mit allem Kram, den ich so für typische Aufträge oder auch für mich selber zum Malen verwende. Falls ihr noch Fragen habt, haut die gerne unten in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank an Games Island fürs Sponsern des Kanals und ein extra großes Dankeschön für alle unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks. Und zwar Agentum, Danielle, Fandre, Frederik, Goblinlord, Jan, Pingutobi, Kurugawa, Rayback, Alec Light, Alexander, Astarov, Kluin, Dennis, Deserov, Felix, Frank Peter, Freckel, Guanomaster, Hopfi, Yasi, Cornflake, Kilian, Lord Sicilius, Lysander, Manfred, Manu, Markus, Matthias, Melis, Michael, Michael, Mitch, Nagashur, Nörgel, Patrick, Pankala, Redbeard, Robi, Sijin, Sumbu, Sumsi, Ulrich, Ulrich und I'm Turok. Falls ihr uns kostenlos unterstützen wollt, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links von unseren Partnern. Und wusstet ihr, dass ihr als Twitch-Abonnenten und Patrons sogar extra Rabatte bei unseren Partnern bekommt? Also dann, bis zum nächsten Mal!